gleich zur dicken Wumme hochlaufen sollen. So, mal nachladen hier. Okay. Aber bisher gefällt mir das Spiel doch schon. Aber es soll wohl ziemlich linear sein, nur so zur Vorwarnung. So. Hey, du. Nicht schlecht für einen Signalexperten. Danke. Es ist noch nicht vorbei. Einer der Männer hängt immer noch im Zaun. Nehmen Sie einen Buggy und helfen Sie ihm. Der Junge heißt Dalton und ist ziemlich verängstigt. Was hat ihn erschreckt? Sie werden's rausfinden. Kendra weist sie an, im Westen nach Dalton zu suchen. Ja, Dalton. Den suchen wir natürlich und finden wir auch. So, was gibt's denn eigentlich noch? So, da hinten gibt's noch mal was. Eigentlich wollten wir doch zu... Nicht zu Kendra. Wir wollten doch eigentlich woanders hin. Naja. Wo komme ich da raus? Machen die uns die Tür vielleicht auf? Ah, okay. So, dann fahren wir doch mal hier mit dem geilen Buggy durch die Gegend. Bumm! Kann durchs Wasser fahren? Ja, oder? Geil! Was soll ich machen? Soll ich aussteigen? Und schießen? Ich muss nachladen! Die Hunde kommen übrigens auch im Film vor, das weiß ich noch. Was ist denn jetzt denn noch? Hä? Wow! Deck die Flanken! Oh, Schiffsmäßig auf Marsch! Ablenken, während ich mich bewege! Ich glaube, ich muss einfach weiterfahren. Habe ich irgendwie das Gefühl. Da, sie sind hier! Okay. Einmal hier im Kreis. Fuck, was ist denn hier los? Komm ich hier durch? Nein! Okay. Zu Fuß. Wir müssen Dalton retten. Zu Fuß weiter. Scheiß drauf. Was? Fertigkeiten. Geil, wir haben so Fertigkeiten. Wow, wow. Ich hatte die falsche Waffe. Ich will die Waffe. Wo? Oh, da. Okay, was habe ich noch für Fertigkeiten? Ah, so heile ich mich? Okay, cool, cool. Was ist das? Oh, ich bin unsichtbar. Mal sehen, für wie lange? Cool! Das ist ja cool. Haha, ihr Trottel. Wie lange bleibe ich unsichtbar? Oh, jetzt bin ich wieder unsichtbar. Okay, cool. Okay, dann was war 3? 3 war heilen. Mach ich doch gerade mal. Ach, links ist meine Lebensanzeige. Ich muss mich hier erstmal ein bisschen zurechtfinden. Was war 2? Das war diese Schockwelle da. Oh. Mal hier ein bisschen was einsetzen von meinen Fähigkeiten. Wo? Die Waffe doch besser. Damit muss ich bloß richtig schießen. Puh. So. Oh, Shooter, das macht jetzt schon Spaß. Ach, da renne ich schneller. Okay, 1 ist schneller rennen. Was ist denn 2? Naja. Oh, ich muss hier hoch. Da oben ist. Wie kann ich denn rennen? Ah, ne, hier springe ich nur, okay. Also hier echt hier nach vorne und hier. Ah, hier ist er ja. Na komm! Die Waffe ist nicht so gut. Doch lieber die da? Da habe ich nicht mehr so viel Schuss von. Ich habe nur 43 Schuss. Hey, du! Ein Glück, dass sie da sind. Hier ist alles voller Hunde. Ich musste hier rein, um sie loszuwerden. Hilfe! Ich kann hier ohne Funkpeilung nicht weg. Die Natterwölfe sind überall! Die Mission hat höchste Priorität von Falco. Wir sollen Navi-Aktivität aufspüren, aber es geht einfach nicht. Beruhigen Sie sich. Was brauchen Sie? Ich brauche ein Signal, aber ich habe das noch nie gemacht. Okay, schaffen Sie es heil zur Basis zurück? Ich werde die Peilung für Sie vornehmen. Im Ernst? Oh Mann, Sie sind meine Rettung. Sie müssen ein paar Meilen nach Nordosten gehen. Da ist es. Okay, Sie müssen für Dalton das Signal nördlich der Höhle aktivieren. Was sind Maiken zur Hölle? Hui!
irgendwas freigeschaltet? Und zwar, was habe ich da? Frontsoldatenpack. Okay. Was auch immer. Okay, Belohnung verfügbar. Ich drücke Escape. Hier, Fertigkeiten. Ach, jetzt kann ich das skillen. Was ist denn das Ultraschallrepulsor? Was kann denn der überhaupt? Ich möchte eigentlich das da hier skillen. Ah, warte, jetzt hier Ultraschall. Okay. Also, Elite Training 1. Der Spieler bewegt sich für kurze Zeiträume schneller. Während eines solchen Sprints haben sie eine höhere Chance, Angriffen erfolgreich auszuweichen. Okay. Der Ultraschallrepulsor 1. Diese Geräte werden innerhalb des Wirkbereiches eine kurze Zeit lang alle Kreaturen ab. Auch nicht schlecht. Müsste ich einsetzen. Also 2 drücken, wenn die Gegner kommen. Sie werden eins mit der Umgebung. Das ist der Anchromatismus. Und Zeta-Schild. Erlittener Schaden wird eine kurze Zeit lang erheblich verringert. Und der genetische Regenerator. 50% der Gesundheit werden wiederhergestellt. Kann ich jetzt da irgendwas skillen? Oder was soll das jetzt hier? Hier, Zeta-Schild. Wie hole ich mir das? Ach, jetzt weise ich das zu. Okay. Nee. Warte. Also heilen? Ja. Das Zeta-Schild, was kann das nochmal? Erlittener Schaden wird für eine kurze Zeit lang erheblich verringert. Das finde ich, glaube ich, besser als dieser Repulsor. Und da möchte ich bitte Rennen auswählen. Rennen? Ja, also, okay. Zurück. Okay, Waffen. Gerade benutze ich immer das Ordnanzgewehr oder die Ordnanzwaffe. Schaden nicht so gut. Feuerrate und Reichweite ganz okay eigentlich. Sturmgewehr ist die Feuerrate halt höher. Gut, aber. Schrotgewehr, das ist halt für Nahkampf, denke ich, ziemlich gut. Schaden hat es recht guten. Das Maschinengewehr, das habe ich bekommen. Okay, also dann habe ich jetzt auf. Oh je, also ich komme mit dieser Steuerung noch nicht so ganz recht. Also. Wie komme ich denn noch? Diese Pistolen, die sind auch nicht schlecht. So, da möchte ich bitte das da haben, genau. Okay. Dann möchte ich. Hier möchte ich kein Schrot haben. Ich möchte das da haben. Und hier können wir das Schrotgewehr. Hat es jetzt ausgewählt? Nein. Oh. Auswählen. So. Nein. Das da. Auswählen. So. Und hier. Genau. Nein, nicht das. Das Ordnanzgewehr. Okay. Okay. So, jetzt. Ah, das war nicht die Waffe, die wir hatten. Okay, mit F1, F2 und F3 kann ich hier durchwechseln. Oh, das. Oh. Der lauft jetzt mal rum. Okay, wo soll ich denn hin? Auf 2 war das, dass ich schneller laufe. Okay, die Waffen sind nicht so gut. Ja, das weiß ich schon drüber. Ja. Was zur Hölle? Gut. Ich komme mit der Steuerung noch überhaupt nicht zurecht. So, wo war jetzt der Kontrollpunkt? Ah, hier. Okay. Wo auch immer das hier ist. Egal, hier war es halt. Was habe ich denn jetzt gerade eigentlich in der Hand? Ist das das Ordnanzgewehr? Puh. So, ich mache mich unsichtbar. Und dann renne ich da. Ich glaube, ich laufe lieber da lang, oder? Gibt es eigentlich irgendwie eine Karte? Auf M vielleicht? Nee. Nur diese Minimap da unten rechts ist ja ziemlich klein. Nun komm schon! Ja, eben komm schon, stirb einfach!
Wirbelsäule von hinten, du Bursche. Okay, ich weiß auch nicht, was los ist. Die Musik, die dröhnt gerade in meinen Ohren. Die stelle ich auch mal runter hier. Ah, das habe ich natürlich nicht angenommen. So, anwenden. Entschuldigung, dass ich gerade so ungeschickt bin, aber... Okay. Dann machen wir mal schneller laufen hier. Und dann hauen wir auch gleich den Schutz raus. Ah, der Schutz sieht nicht schlecht aus. Na komm. Ich habe einen Buggy zu Schrott gefahren, Chefin. Tut mir leid. Okay, wieder schneller laufen. Und unsichtbar machen. Sie kämpft immer noch hier. Wo denn? Ah, hier. Wo noch? Eigentlich könnte ich jetzt hier XP farmen. Ich glaube, da kommen unendlich viele von den Viechern. Okay, die kann man einfach kaputt schießen. Oh, und dann wird sie ja schneller gerannt. Ah, das Spiel gefällt mir. Das ist schon ziemlich cool. Und ich habe die Mission abgeschlossen. Du, Bursche. Oh, schon wieder was freigeschaltet. Das ist ein Gardistenpack. Ich bekomme irgendeine Waffe und irgendeine Fähigkeit. Schauen wir gleich an. Jetzt möchte ich erstmal kurz hier zurücklaufen. Wobei, eigentlich müsste ich die Fähigkeit ja gleich testen. So, was haben wir denn für eine Waffe bekommen? Dann kann ich nämlich das Schrotgewehr hier austauschen. Und zwar gegen eine Granatwerfer. Ja, das ist ziemlich cool. Das will ich natürlich benutzen. Eine Granatwerfer, nicht schlecht. So, was haben wir denn für neue Fähigkeit? Dann möchte ich dieses Schild, glaube ich, ändern. Hier, Berserker. Der verursachte Schaden wird eine kurze Zeitspanne lang stark erhöht. Nicht schlecht. Mal ausprobieren. So, wo bist du, hä? Oh. Ach, ich habe die Granate bei den Hand. Einfach mal hier reinschießen. Okay. Heilen klappt. Ich mache mir kurz unsichtbar. So, die Waffenbelegung ist noch ein bisschen komisch. Oh, jetzt habe ich dieses Ordnanzgewehr. Hier ist ein Schreihals am Werk. Jetzt muss ich alles hier zurücklaufen, weil ich mein Gefährt kaputt geschossen, gefahren habe. Ja, das mit dem schneller Laufen, das ist schon mal sehr nice. Das freut mich. So, irgendwelche Gegner? Haha. Sehr cool, dass man hier die paar Sachen kaputt schießen kann. Wie Umgebungsscan, was bringt mir das? Ja. Okay, egal. Na, die ist auch nicht schlecht. So, hier konnte ich doch vor irgendwo Munition nachladen. Hier vielleicht? Die werde ich brauchen. Ja, sehr schön. Ich habe vom Granatwerfer nur 5 Schuss, aber das ist okay. So, jetzt reden wir endlich mal mit Midori. Mit der sollten doch wir schon die ganze Zeit reden. Na, Kumpel, was für dir? Wollen Sie auf etwas Bestimmtes hinaus? Ich will dir einen Popo schießen. Nein, will ich dir nicht. Tutorial GMI. GMI ermöglicht es Ihnen, sich zu anderen aktiven GMIs auf der Karte zu teleportieren. Oh. Sobald sie zur Verfügung steht, können sie bei der Eroberung XP und Boni auf Schaden und Verteidigung erlangen, indem sie Gebiete erobern. Okay, aber eigentlich möchte ich hier erstmal mit... Nee. Hä? Mit dir soll ich doch auch nicht reden. Naja, ich mache mal hier Tutorial GMI. Teleportieren sie zu verschiedenen Sektoren in dieser Region. Ah, ich kann noch gar nirgends hin. Oh, das habe ich schon alles erforscht? Okay, cool. Okay. Cool.
Kendra ist in der vorgeschobenen Basis. Fahren Sie mit einem Gatorenfluss aufwärts, um sie zu treffen. Kendra hat sich nach Süden aufgemacht. Finden wir sie. Okay. Super, da sollen wir mit ihr reden und dann ist sie einfach weg. Was gibt's denn hier hinten noch? Hier kann man auch noch Sachen aktivieren. Okay, das ist alles wieder so ein Buggy. Jetzt möchte ich hier so ein Kantoren. Das will ich das? Nee, was will ich denn? Ah, was soll ich nehmen nochmal? Ah? Gehen Sie zur vorgeschobenen Basis. Offizier Midori wird dort sein. Was mit dir, Bursche? Oh! Oh, da habe ich irgendwas aus den Arm gedrückt. Ups. Hoppala. Oh. Kaputt gemacht. Scheiße. Was ist da draußen los? Keine Ahnung. Na, ich nehme lieber mal hier wieder. Was bist du jetzt für eine Waffe? Nee. Ich möchte die da. Die Waffe möchte ich. Nein, die möchte ich eben nicht. Genau. Die möchte ich nehmen. Genau. Hier, ja. Cool. Problem ist aber, man kann hier nicht rausschießen aus den Teilen. Ah. Eigentlich hätte ich vielleicht doch diesen Dreiecken da folgen sollen auf der Karte. Ich schau mal dahin, was da so ist. Oder auch nicht. Oh ne, jetzt hänge ich bestimmt gleich hier fest. Ich glaube, ich folge einfach dem Weg und ich bin still. Ah. Ich habe gedacht, es wäre nur innerhalb des Zauns sicher und wir fahren hier irgendwie außerhalb des Zauns rum nur. Mann, so geht ihr mit neuen Frischlingen um, echt, ey. Und das Fahren hier mit dem Kandoren, das kann ich noch üben.